Ja, ich weiß, Polynomdivision. Ich liefere mal ein einfaches Rezept dazu. Wurde schon zigmal im Netz dargestellt. Mal sehen, vielleicht findet ihr meine Variante ja auch ganz gut. Also wer praktisch auf meinem Kanal sucht, soll es auch bei mir finden. Deswegen habe ich es eigentlich nur gemacht. Nochmal ganz schnell, ich hatte Folgendes getan. Und zwar hatte ich Polynome multipliziert. Ich werde dann hier oben noch den Verweis dazu anfügen, wie man Polynome multipliziert, und zwar relativ schnell, indem man einfach den Kram untereinander schreibt. Habe ich in einem anderen Video gezeigt. So nicht hier, so ist nicht schön. Aber okay, da guckt im anderen Video nach. Das Video hält dann an, wenn ihr neugierig seid. Zur Division. Das ist wie eigentlich eine Rattenschwanzaufgabe, die wir aus der Schule kennen. Gleich mal ganz zu Anfang, die hatte ich in einem anderen Video nochmal dargestellt. Auch hier nochmal in den Links gucken. Ne? Rattenschwanz runterrechnen, zurück multiplizieren und so weiter. Das gleiche Verfahren wenden wir hier auch an. Also, jetzt ist allerdings eine Besonderheit. Wir schnappen uns, ich könnte ja zum Beispiel zur Zahl 45 sagen, ist gleich 40 plus 5. Und wenn ich jetzt irgendwas durch 45 dividiere, dann dividiere ich eigentlich durch 40 und durch 5, aber ich fange mit der 40 an. Und dementsprechend fange ich hier mit diesem ganzen Kram an, dass ich, so wie ähnlich wie mit der 40, dass ich hier erstmal nur durch das minus x dividiere. Also das bloß nochmal am Rande und demzufolge fangen wir mal an. Minus x hoch 3 durch minus x. Minus durch minus ist plus, also übrig bleibt x Quadrat. Das sollte man können. Wer es nicht weiß, der guckt nochmal schnell in diesem Videolink nach. Da habe ich dann einen Link zu Potenzgesetzen gemacht. Okay, jetzt kommt die Gegenrechnung. Ne? Wir hatten ja mal gesagt, Ergebnis hinschreiben und jetzt rückwärts rechnen. Jetzt sage ich x Quadrat mal minus x ist minus x hoch 3. Bis dahin nichts Besonderes. Achtung, die nicht vergessen. So ähnlich an die 45 denken. X Quadrat mal plus 5 sind plus 5x Quadrat. Jetzt war ich mit dem ersten Teil solcher Divisionen erstmal fertig und habe gesagt, okay, dann ziehe ich hier ein Minus davor. Achtung, Leute, macht eine Klammer davor. Denn jetzt wird übersichtlicher, weshalb man Folgendes macht. Minus mal Minus ist Plus. Also plus x hoch 3 minus x hoch 3 hebt sich auf. Diese 0, die schreibe ich mal grau hin. Das hat sich erledigt. Weiter geht's im Text. 6x² minus minus plus ist minus, bleibt so. Also 6x² minus 5x² ist x². Jetzt ein Vorschlag. Ich schlage vor, schreibt euch so wie früher dieses plus x hier hin. Das geht dann leichter und man behält die Übersicht. Jetzt geht's weiter. Das ist also mein Rest, von dem ich jetzt wieder, wo ich jetzt wieder weitermachen muss und sage, ich muss jetzt wieder durch diesen Klammerausdruck teilen. Aber ne, ich fange erstmal wieder hiermit an. Also, x Quadrat durch minus x ist minus x. Jetzt Gegenrechnung, minus x mal minus x ist x Quadrat. Schon mal die Klammer davor setzen. Und minus x mal plus 5 ist minus 5x. Klammer zumachen, Strich drunter, Minus davor. Wir wollen abziehen. Das hebt sich auf, offensichtlich. Minus mal Minus ist Plus. X habe ich schon und plus 5x ist 6x. Zieht euch die 30 runter. Es ist keine Schande, wenn man das einfach dahinter schreibt. Mathe ist nur hinschreiben. Dann entlastet man seinen Kopf. Jetzt heißt es wieder: 6x durch minus x ist minus 6. Minus 6 mal minus x ist plus 6x. Klammer davor, Minuszeichen, damit man es nicht vergisst. Minus 6 mal plus 5 ist minus 30. Keine Angst kriegen, dass hier irgendwie irgendwas Gleiches drunter steht. Aber jetzt sieht man, wenn ich mir diesen Term schnappe und davon genau den gleichen Term abziehe, bleibt nichts mehr übrig. Machen wir es nochmal ausführlich und sagen, okay, 6x minus 6x ist nichts mehr. Minus minus ist plus 30 und die minus 30, ne, das bleibt 0. Okay, das ist unser nächstes Ding. Nächstes, weil ich hatte ja, das ist in dem anderen Video nochmal bei der Polynommultiplikation erklärt, das hier hatte ich eigentlich entwickelt aus was anderem. Und zwar hier. Und jetzt lasst uns mal Folgendes machen. X² minus x minus 6 hatten wir rausgekriegt eben.
Wir hatten es rückentwickelt aus einer anderen Aufgabe und jetzt teilen wir mal den ganzen Kram durch x plus 2. Also, die gleiche Aufgabe, x Quadrat minus 6x minus, minus x minus 6 in Klammern alles setzen, Punktrechnung vor Strichnummer, durch x plus 2. So, jetzt Vorschlag, ich halte jetzt das Video an, ich löse die Aufgabe selber, ihr haltet euer Video an. Und versucht euch auch durchzubeißen. Und zum Schluss erkläre ich nochmal, wie ich es gemacht habe, denn ich werde dann die fertige Rechnung zeigen. Haben wir gleich eine schöne Übung. Also, das machen, jetzt Pause-Taste drücken. Ich mach's auch. Na, habt das? Ich hab's auch. Hat sogar geklappt. Es sollte ja x minus 3 rauskommen. Gucken wir nochmal, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay, erst das x Quadrat durch das x geteilt. So, durch das x geteilt. X Quadrat durch x ist x. Zurückgerechnet, x mal x ist x Quadrat, Klammer drum machen, Minuszeichen setzen. X mal 2 ist 2x, Klammer zu, abziehen den Kram. X Quadrat minus x Quadrat ist nichts mehr. Nicht mehr drum kümmern, keine Nullen schreiben. Jetzt, minus x minus 2x ist minus 3x. Drunter schreiben. 6 runterziehen, schadet nicht. Man behält die Übersicht. Jetzt den gleichen Tippeltabeltur-Kram. Minus 3x durch x ist minus 3. Minus 3 mal x ist minus 3x. Minus 3 mal 2 ist minus 6. Klammer drum, minus. Man sieht es schon, der gleiche Klammerausdruck, es bleibt nichts übrig. Ausführlich, minus 3x plus 3x ist nichts mehr. Minus 6 minus minus plus 6 ist auch nichts mehr. So, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wer Spaß dran hat, der nimmt sich andere Aufgaben aus anderen Büchern oder was auch immer und macht das zu Hause nochmal. Bloß ein Vorschlag. Üben heißt nicht diese bösen Hausaufgaben, sondern Mathe muss durch die Hand. Ihr müsst das wirklich hinschreiben. Wer es hinschreibt, der behält es. Begreifen kommt von Anfassen. Also fasst den Stift an und legt mal endlich los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen. Tschüss.